Holy moly, mit diesem Skin muss ich meine Mesa einfach mal wieder auspacken und in das Jahr 2022 holen. Ist ja immerhin noch mein drittmeistgespielter Warframe. Damit ihr aber auch was davon habt, prügeln wir uns fix durch die Attacken des Cowgirls und werfen gemeinsam einen Blick auf den Build. Reden wir nicht lang um den heißen Brei, ihr kennt mich, ich stehe unheimlich auf Fashion in Warframe und Mesa trifft da bei mir wirklich so einiges. Aber nicht nur das Aussehen haben mich sie so lange spielen lassen. Junge, Junge, diese Fähigkeiten einfach nur gigantisch. Damage, Tanky und jede Menge Crowd Control. Und diese Ulti, damals wie heute, direkt zum Verlieben. Aber für einen Liebesbriefchen zu Mesa seid ihr ja nicht hier. Um die Standardvariante von Mesa zu farmen, müsst ihr die Quest Patient 0 abgeschlossen haben. Die Blaupause erhaltet ihr an eurer Markkonsole für schlappe 30.000 Credits. Alle weiteren Teile könnt ihr euch im Kampf gegen Mutalist LED wie erfahren. Um ihn in den Hintern treten zu dürfen, müsst ihr die eben erwähnte Quest fertig haben und braucht noch LED-V-NAV-Koordinaten. Link zu den Koordinaten haue ich euch in die Videobeschreibung, diese gibt es aber in den Festen Invasion oder Hive-Sabotagen. Die Prime-Variante gibt es wie üblich über die passenden Ära-Relikte. Mesas Passive hat es gerade für die Schießwürdigen unter uns echt in sich. Wir schießen mit Dualhandfeuerwaffen 15% schneller und laden einhändige Schießeisen 25% schneller nach. Da höre ich irgendwo schon meine AK Plasmor jubeln. Haben wir außerdem keine Nahkampfwaffe equipped, erhalten wir 50 mehr Leben. Also der letzte Punkt ist jetzt eher so, danke Warframe. Ballistische Batterie ist die erste Fähigkeit Mesas. Hier speichert ihr Schaden, der von euren Fernkampfwaffen verursacht wird und könnt diesen dann mit einem einzigen Schuss wieder freigeben. Für Schrotzen als auch Sniper eigentlich recht gut, ich habe die Attacke im Helmet dennoch ersetzt. Gegen was verrate ich euch natürlich noch nachher im Bild. Wieso eigentlich nicht den Schaden von sich und Teammitgliedern buffen und die Waffen der Feinde deaktivieren? Voila, Schießbude, die zweite Attacke Mesas. Dieser Buff springt zwischen Verbündeten umher. Macht aber eigentlich nichts, denn haben wir genug Reichweite, ärgern wir die Feinde mit blockierten Waffen. Gerade im Endgame, in dem Crowd Control so unglaublich wichtig ist, eine richtig geile Sache. Und hey, über mehr Schaden beschwere ich mich ganz sicherlich nicht. Zu Beginn habe ich ja gesagt, dass Mesa auch tanky ist. Aktivieren wir ballistischen Schild, umhüllt uns Energie, der Geschossschaden reflektiert und den Schaden mindert. Das Maximum der Reduktion liegt bei satten 95%. Abhängig ist das Ganze von eurer Stärke, aber allzu viel ist nicht nötig, um hier das Maximum zu erhalten. In Kombination mit Adaptation eine wirklich saustarke Fähigkeit. Friedensstifter ist wohl die Attacke, weswegen Mesa so verdammt beliebt ist. Hier bleibt wirklich nichts lange stehen. Aktiviert ihr die Fähigkeit, seid ihr erstmal an Ort und Stelle gebunden. Um euch herum nehmt ihr dann einen Kreis wahr, der immer kleiner wird, je mehr Kugeln wir abfeuern. Alles innerhalb dieses Kreises kann bis zu 50 Metern abgeknallt werden. Die Reichweite lässt sich durch Mods leider nicht verändern. Ich könnte euch das Ganze jetzt noch übelst langweilig vorrechnen, wie das Ganze berechnet wird mit Schaden und Radius, aber das ist mir eigentlich echt viel zu trocken. Wer sich gerne mal reinlesen möchte, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Die Regulatoren können im Arsenal auch separat gemoddet werden. Es gibt unheimlich viele Spielweisen für Mesa. Manche setzen hier voll auf Schaden der Regulatoren, andere wiederum spielen Mesa mit brutalst viel Reichweite für den CC. Ich habe mir mal einen Mix-Up zusammengestellt, mit dem ich persönlich echt gut fahre. Lasst mich eure Moddung auf jeden Fall auch gerne in den Kommentaren wissen. Denkt auch bitte bei dem gezeigten Bild daran, dass es sich hier lediglich um eine Beispielmoddung handelt. Im Aura-Slot habe ich mich für kurze Ruhe entschieden. Ich mag das einfach immer und immer wieder Overschilde zu haben. Natürlich gibt es ja auch noch andere gute Möglichkeiten. Wachsende Macht, ätzende Projektion und Pistolenverbesserung wären auch klasse Optionen. Im Exlo-Slot war ich natürlich wieder stinkefaul. Da gehört eigentlich Prime Trittsicher rein, aber ich habe aktuell echt wenig Bock zu leveln, deswegen wurde es in meinem Fall kraftvolle Drift. Orga-Nachricht und Prime-Kontinuität, um genug Dauer zu haben. Nicht nur, dass ballistische Batterie und Schießbude länger dauern, nope. Wir verringern hiermit auch noch den Abzug an Energie pro Sekunde in unserer Ulti. Adaptation und Vitalität für mehr Tankiness. Auch wenn Splitterschild schon ordentlich was wegtankt, fühle ich mich durch die beiden Mods nochmals mehr unzerstörbar. Es gibt auch einige Spieler, die statt dieser Mods rollender Schutz und Mündungsfeuer nutzen. Ist bestimmt auch klasse mit nochmals mehr CC, wenn man es denn spielen kann. War für mich also direkt vom Tisch absolut nicht mein Spielstil. Orga-Geheimnisse, um die nötige Stärke für unseren Splitterschild zu erhalten. Natürlich matcht auch der Set-Boni klasse mit der Aura.
Ausdehnung, um die Reichweite von ballistische Batterie zu erhöhen, denn ich finde die Attacke echt unglaublich stark. Alles, was nicht auf uns feuern kann, ist nun mal kein Schaden, der uns irgendwie auf die Bretter schicken könnte. Prime Fluss, ganz klar, um einen soliden Energiepool zu haben. Denn die Ulti frisst unglaublich viel davon. Und hier lag, bevor ich im Helm mit rumgebastelt habe, auch mein Problem. Kaum war die Energie leer gelutscht, wurde mit meinem Frame der Boden gewischt. Was also tun? Zuerst habe ich es nur mit dem Mod Gleichgewicht versucht. Ihr wisst schon, der Mod, der euch, wenn ihr Lebenskugeln aufsammelt, auch mit Energie versorgt und auch umgekehrt. Ja, es war dann schon um einiges besser, aber wer kennt es denn nicht? Die Mobs haben null Bock, irgendwas außer Munition zu droppen. Wieso also nicht mal die Feldapotheke von Protea versuchen? Und siehe da, das Energieproblem ist gelöst. Selbst wenn wir mal volle Möhre was auf die Fresse bekommen, haben wir die Heilkugeln als auch den Effekt von Gleichgewicht. Bei den Arcanas musste es, trotz des gefixten Energiehungers, bei mir trotzdem Antrieb werden. Im nächsten Slot gibt's wieder mehrere Möglichkeiten. Arcana Rächer wäre hier das Nonplusultra für mich gewesen, mehr Crit, wenn wir Schaden erleiden. Hab ich fauler Hund aber leider nicht auf Maximum, also habe ich mich für Geschwindigkeit entschieden, für mehr Feuerrate auf Pistolen. Und Friedenstifter geht dann wirklich ab wie die Hölle. Die Regulatoren habe ich simpel gemoddet, volle Möhre auf Schnittschaden. Und den Virus dort kümmert sich ja in meinem Fall eh meistens der Begleiter. Und ist ein Stich für grundsätzlich mehr Schaden. Cleverer Schachzug und Panzerbrecher für Crit-Schaden sowie verbesserte Crit-Chance. Mit tödlicher Schwall erhöhen wir neben der Feuerrate auch unseren Mehrfachschuss. Keines Stachel gibt uns nochmals 90% Schnittschaden, als auch 60% mehr Statuschance. Primär teilen die Regulatoren eigentlich Einschlagschaden aus, wir wollen aber Schnittschaden. Haben wir Hämorrhagie verbaut, haben Einschlagstatuseffekte eine Chance, von sagenhaften 35% Schnittschaden zu verursachen und bei unserer Feuerrate ein echtes Biest. Galvanisierte Mods durften in dem Bild für mich einfach nicht fehlen. Schuss bietet uns 80% mehr Statuschance und bei Kills erhalten wir für 14 Sekunden 40% Schaden für jeden Statuseffekt auf dem Ziel. Und das Ganze ist sogar noch dreimal stapelbar. Streuung boostet unseren Mehrfachschuss schon mit 110%. Bei einem Kill erhalten wir nochmals 30% mehr Mehrfachschuss für 20 Sekunden. Und das Geile hier dran ist, das Ganze ist ebenfalls bis zu 4-mal stapelbar. Brutalst übel, was Mesa da in Sekunden an Schaden rausknüppeln kann. Ich mag sowas total gerne. Frames, die man ewig nicht mehr gespielt hat und dann nur wegen einem Skin diesen wieder auspackt und sich direkt erneut verliebt. Eine Wahnsinns-Damage-Maschine, die ganze Räume in Sekunden clearen kann. Design sowie bildtechnisch kann man sich bei ihr auch voll und ganz austoben. Kleiner Funfact noch am Rande, Mesa bedeutet im Spanischen Tisch. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.